Das war ein starkes Signal der Belegschaft und daran sieht man auch, dass man sich nicht mit 0,0% abspeisen lassen möchte. Die Jungs arbeiten rund um die Uhr. Ja, trotz irgendwo Ängste auch sagen, mit Corona arbeiten wir weiter und versuchen ja alles aufrechtzuerhalten. Deswegen sagen wir, die 4% sind absolut verdient und wenn dann die oberen Herren auch sich gegenseitig immer eine kleine Lohnerhöhung geben, wir reden dann meistens von den Leitenden in der Regel, warum wir dann halt nicht. Also wir waren heute hier, haben uns die Warnwesten angezogen und statt Trillerpfeifen haben wir die Raffeln genommen, sind den Weg hier hochgelaufen mit brennenden Fackeln, um zu zeigen, dass wir hinter unseren Forderungen der IG Metall stehen. Es ist natürlich unverzichtbar, dass in allen Betrieben die Kolleginnen und Kollegen jetzt auf die Straßen gehen und in einem starken Auftakt zeigen, wie wichtig es ist, dass letztendlich für die Kolleginnen und Kollegen auch in der Corona-Zeit etwas dabei herausspringt. Und deshalb meine Bitte an alle Kolleginnen und Kollegen, macht mit, zeigt euch, seid präsent, seid laut. Deswegen an euch alle, nutzt die Gelegenheit, geht auf die Straße, fordert auch eine Lohnerhöhung, die ihr euch verdient habt. Ne, macht euch stark, wir sind bereit. Ich erwarte das von euch auch. Gemeinsam sind wir stark.